Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, aktuell befinden wir uns auf der Reise- und Campingmesse in Essen. Ja, geplant hatten wir eigentlich, dass wir Dienstag anreisen und den Mittwoch auf der Messe verbringen. Aber meistens kommt es anders und selten, als man denkt. Es war so schön hier, gell? Genau. Man hat doch so einiges gesehen und haben auch viele Kollegen getroffen und da haben wir uns doch entschlossen, noch länger zu bleiben, ne? Genau. Unser Hauptanliegen mit Besuch dieser Messe war im eigentlichen Sinne, wir wollten uns nach einem größeren Wohnmobil umschauen. Ja. Und zwar aus dem Grund. Ja, wir brauchen noch ein Hochbett. Und zusätzliches. Und das ist halt hier nicht drin in unserem aktuellen Wohnmobil. Und ja, da wir noch nie auf so einer Messe waren, da haben wir gedacht, fahren wir mal dahin. Ne? Genau, die Eindrücke, die wir dort gesehen haben, das hat uns eigentlich alles ziemlich überwältigt, wie vielseitig das alles ist und was es noch alles zu sehen gibt, außer Wohnmobilen. Aber das werden wir euch alles zeigen. So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir sind in Essen. Genau. Auf der Messe und sind jetzt hier am P2, auf dem P2 und zeigen euch mal die ersten Bilder exklusiv. Ja, ganz kurz. Also wie gesagt, ja. Den P2, den kann man reservieren lassen, den Parkplatz. Mit Strom oder ohne Strom. Wir haben uns jetzt mit Strom entschlossen. Da kostet die Übernachtung 30 Euro. Das geht dann bis zum nächsten Tag 10 Uhr. Muss man den Platz geräumt haben. Und ohne Strom kostet es 25 Euro. Und ja, der Platz ist ca. 800 Meter weg vom Messegebäude. Aber hier geht auch ein Shuttle von dem Platz aus. Entweder geht man zu Fuß oder fahrt mit dem Shuttle. Ne? Ja, wir gehen jetzt mal zu Fuß nach vorne. Also es ist schon ganz schön gefüllt hier. Wir wurden auch richtig toll eingewiesen. Also es war rundum sorglos eigentlich, als wir hier ankamen. Genau, ne? Auf dem Platz sind dann noch Sanitärgebäude, ne? Waschgelegenheit, WC und so weiter. Was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, ist die Ver- und Entsorgung, aber das sehen wir noch. Ja, wir gehen zu suchen und dann werden wir euch berichten. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Messegebäude, genau, ne? Damit wir was sehen hier. Auf jeden Fall, der Platz hier ist schön groß. Ja. Und hier haben noch viele, viele Fahrzeuge Platz. Ja. Und das Gute ist, hier steht man nicht alleine als Privatperson sozusagen, sondern hier stehen auch die ganzen Betriebe, die sich hier vorstellen an der Messe. Und ja, hier ist alles querbeet. Ja, hier ist es relativ einfach. Direkt vorne am der Einfahrt ist eine Schranke, zieht man sich eine Karte, dann fährt man noch ca. 100 Meter und dann kommt man hier an so einen blauen Container. Dort muss man sich anmelden und da bezahlt... Hi. Ah, hallo! Mike und Heidi, das war ja, schön. Das war gut, ja. Dort muss man sich dann anmelden, bezahlt die Gebühr und bekommt eine Karte, die muss man sich in die Scheibe stellen, sodass man registriert ist. Und die Schrankenkarte wird dann hier direkt entwertet, so hat man die Möglichkeit immer rein und raus zu fahren. Also ganz toll. Ja, direkt am ersten Abend haben wir natürlich noch einen kleinen Erkundungsgang gemacht ins Messegelände, weil wir waren ja noch nicht hier gewesen und haben noch ein paar schöne Aufnahmen zur blauen Stunde gemacht. Ja, das waren sehr, sehr schöne Nachtaufnahmen und eigentlich war der Weg auch gar nicht weit. Das ist eigentlich nur ein Hups, aber wir waren trotzdem sehr, sehr froh, als wir dann am nächsten Morgen entdeckt haben, dass eigentlich direkt unmittelbar vor unserem Wohnmobil fährt ein Shuttle mehrmals, also in ganz kurzen Abständen, genau, zum Messegelände und wieder zurück. In dem Fall für uns sehr, sehr praktisch, denn in der Messe ist es ja warm. Und für einen Fußweg halt eben zieht man sich ja warm an und dann steht man in der Messe, hat einen Haufen Klamotten auf dem Arm. Es ist hier nochmal ein bisschen kälter geworden, ne? Und da war das ganz angenehm. Ne? Von daher war das sehr, sehr angenehm, außer heute. Ja, heute war ein Streik angesagt. Da sind wir heute Morgen dann zu Fuß gegangen. Ja. Und aber am Nachmittag haben wir wieder Glück gehabt. Ne? Ja, und da sind wir aus der Halle rausgekommen und da hat er direkt da gestanden, da konnten wir einsteigen. Genau. Ja, und los ging's.
So, hinter uns befindet sich jetzt die Halle 8. Und wir sind grad, ja. Ja, und wir sind gerade am Rätseln, ob das morgen hier beginnt und ob man durch die Hallen durchlaufen muss oder ob es einen separaten Eingang gibt für die Halle, wo wir eigentlich hinwollen. Wir interessieren uns ja für ein neues Wohnmobil. Für die Halle 3 eher, ne? Da sollen die Mobile stehen, da schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir mal außen rum, gucken uns das Ganze noch an. Aber nicht nur die Wohnmobile und die ganzen Sachen, die wir da gesehen haben, möchten wir erwähnen. Unbedingt zu erwähnen wären die vielen lieben und netten Leute, die wir getroffen haben, kennengelernt haben und auch Zuseher von unserem Kanal, die uns besucht haben. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut und möchten Sie noch mal alle recht herzlich grüßen. Ja, ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Wir haben auch von einigen haben wir Telefon, WhatsApp und wir bleiben ganz bestimmt in Verbindung. Genau. So, jetzt haben wir es geschafft. 10 Uhr. Die Messe hat geöffnet und wir gehen jetzt natürlich zuerst mal in Halle 3 gucken, wo die ganzen Wohnmobile stehen, ne? Genau. Dafür gehen wir jetzt zuerst mal durch die Halle 6 und da treffen wir vielleicht einen lieben Bekannten. Ja, unser absolutes Highlight an Wohnmobilen war für uns bis dato ein unbekanntes Modell. Ja, und zwar war das der Le Voyageur. Das haben wir eigentlich, von dem haben wir noch nie was gehört. Nee, unser Augenmerk hat immer irgendwo ganz anders drauf gelegen. Kann man so sagen, genau. Aber das war wirklich ein Auto, der hat uns sofort gefallen, gell Schatz? Ja, vor allen Dingen die schöne Innenausstattung mit Echtholzfurnier, ne, hat toll ausgesehen. Ja, und echte Ledersitze, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Das Modell, da muss ich jetzt ein bisschen spicken. Ja. Und zwar war das der Heritage 8.7 GJF. Und zwar auf Mercedes aufbauen. Ne? Genau. Ja, und dieses Modell wird uns jetzt von einem Mitarbeiter der Firma präsentiert. Der kennt sich da gut aus. Genau. Also alle wesentlichen Details bekommt ihr da von einem Profi jetzt aufgeführt und erklärt. Und darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut. Ja, bleibt dran. Es lohnt sich. Es ist spannend. Es ist ein außergewöhnlich schönes Modell. Jetzt haben wir hier noch ein schönes Fahrzeug entdeckt und da haben wir mal nachgefragt, weil das Fabrikat war uns jetzt noch nicht bekannt hier. Das wird in Frankreich gebaut. Voyageur ist es, ja. Und da hat sich jetzt ein Profi bereit erklärt, uns das Fahrzeug mal genau zu erklären. Er besticht durch sein ganzes Ambiente, durch diese Innenausstattung, alles aufeinander abgestimmt. Aber wir zeigen es euch. Ja, wir stehen jetzt in einem Fahrzeug Le Voyageur und der Herr Rimkus wird uns jetzt erklären, was das Fahrzeug zu bieten hat und wo es überhaupt herkommt. Also, Le Voyageur ist ein französisches Produkt. Es ist der Liner von Pilot, also er gehört also zur Pilotgruppe. Unter anderem gehört Frank ja auch zur Pilotgruppe.
Und wird in Frankreich hergestellt und ist ein besonderes Fahrzeug, weil es auch besondere Materialien hat. Wir haben zum Beispiel hochwertige Kunststoffe hier. Wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben einen Face-to-Face-Sitzbankbereich, der jetzt auch sehr aktuell ist. Dann haben wir Echtleder. Das heißt, wir haben hier auch auf beiden Seiten entsprechende Gurte. Die Sitze werden umgebaut, respektive hier sind Klappen drin, wo ich den Sitz aus dem Untergestell rausklappen kann. Das können wir uns vielleicht im Anhang gleich draußen nochmal ansehen. So, dann haben wir hier die entsprechenden Möbel. Hochwertige Möbel, wie alle Wohnmobile sind die allerdings aus Pappelsperrholz hergestellt, die eine besonders leichte Bauweise bieten. Aber bei dem Fahrzeug müssen Sie einfach damit rechnen, dass Sie hier auch fast eine Tonne zuladen können. Großer Küchenbereich mit unter anderem auch entsprechende Schränke, wie zum Beispiel den Apothekerauszug. Wir haben hier Tiefkühlung und die Kühlung. Kühlschrank, der auf beiden Seiten zu öffnen ist. Einmal für den Küchenbereich und wenn man abends mal noch mal ein Glas Sekt trinken will, dann kann man auch hier das öffnen und kann sagen, Schatz, hol mal den Sekt raus, wir trinken jetzt ein Fläschchen Sekt oder Prosecco, was auch immer. Der Vorteil der Öffnung auf beiden Seiten ist, dass man das während der Fahrt nicht mehr verriegeln muss und dann verriegelt er sich quasi automatisch. So, was wir hier noch haben im weiteren Bereich wäre natürlich das ambiente Licht, alles mit LED-Beleuchtung. Das ist aber heute Standard. Ja. Wir hätten jetzt hier ein Raumbad. Raumbad dessen, weil ich kann die Türe schließen und kann die hinteren Türen schließen, sodass ich hier im Bad mich wunderbar zurecht machen kann, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und sage, wir gehen heute lecker essen, ziehen uns mal das kleine Schwarze an, machen uns mal ein bisschen schick und gehen in Frankreich irgendwie bei Madame und essen was Großartiges. Es muss ja nicht immer Camping-Sachen sein. Und wir haben hier vom Ambiente her ein sehr schönes Raumbad. Einfach mal einen Blick reinwerfen, bitte. Eine entsprechende Toilette, ne? Die ja wie bei allen Wohnmobilen, die ist die Toilette ja drehbar, sodass ich also auch keine Probleme habe, mal mit den Knien, wenn ein etwas größerer drauf säße. Und dann hier, das ist schon hier, ich sag mal, hat schon Charakter eines kleinen Hotelzimmers. Ne? Dann große Dusche mit Handtuchhalter beziehungsweise auch mit einem kleinen Wäscheständer, wo ich dann auch mal, wenn Sachen nass geworden sind, die ich einfach aufhängen kann. Ne? Dann sind wir im Bettenbereich. Jetzt habe ich mich hier in die Betten gesetzt. Zum Hinlegen ist auf der Messe eigentlich gar keine Zeit. Für uns zumindest nicht. Aber hier hätten Sie die Möglichkeit in den Einzelbetten mit der Option, dass ich bei den Einzelbetten eine elektrische Variante habe, wo die Betten zusammenschieben. Und dann braucht der gute Nachtkuss etwas länger, aber umso schöner ist es dann, wenn ich diesen Knopf gedrückt habe. Das ist gut, und man ja. kann hier gemeinsam seine Nacht verbringen. Ja. Und auch mit den entsprechenden Stauräumen, auch mit den Materialien, Echtholzfurnier zum Beispiel, finden Sie, ich sag mal, in dem Zusammenhang eigentlich wirklich ein Bereich, wo man sich durchaus wohlfühlen kann. So will ich mich mal ausdrücken. Ja. So, jetzt sind wir im Außenbereich. Also hier kann man ja wunderbar erkennen, wie der Sitz hier verarbeitet ist. Das heißt, ich nehme oben die Polster raus, klappe den Sitz hoch und der ist auch auf einem Stahlgestell sehr wunderbar verarbeitet und ist sehr stabil. Also er hat schon Charakter eines Einzelsitzes wie in einem PKW. Saubere Verarbeitung zum Beispiel für den Elektrobereich.
Kassettentoilette. Hier wäre jetzt der Elektrozugang mit einer schon integrierten Kabeltrommel. So, und hier hinten hätten wir dann die sehr große Garage mit einer entsprechenden Außendusche. Ja, und natürlich der Aufbau in GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, also im Prinzip, was will man mehr, ne? Ja. Und in dem Fall auf Mercedes-Basis, ja, Le Voyageur, der Reisende. So, hier können wir genau sehen, in welchen Konfigurationen wir haben hier. Ne? Wir sind hier beim Fahrzeug von einer Länge von 8,75 Meter. Wir haben 4,4 Tonnen und insgesamt können Sie also fast eine Tonne zuladen. Das heißt also, wir sind da in Bereichen, wo Sie tatsächlich ein bisschen mehr als nur die 400-500 Kilo, die man bei normalen Wohnmobilen hätte, zuladen kann. Ne? Aber man muss wissen, dass man also über 3,5 Tonnen ja auch faktisch ein LKW ist. Das heißt, Sie müssen sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Reisen im Wohnmobil höherer Gewichtsklasse, da ist der Weg das Ziel und dann kann man auch gemütlich fahren und die Landschaft genießen. So ist es. Und falls Sie also Lust und Laune haben, wir sind jetzt hier in Essen auf der Messe, kommen Sie zu uns und schauen sich mal einen Le Voyageur an. Dann bedanke ich mich, Herr Rinkus, gerne, für die Information und für das tolle Interview. Ja, und natürlich sehr wichtig für das kulinarische Wohl war natürlich bestens gesorgt. Überall haben Stände rumgestanden. Wir haben uns natürlich am bayerischen Eck festgemacht. Da gab es deftigen Schweinebraten. Ja. Und Grillschinken, ne? Also genau. Sehr lecker. Das war sehr lecker und vor allen Dingen ging es sehr, sehr schnell, ne? Ja. Und ja, also für alles bestens gesorgt, um das nochmal zu wiederholen. Ja, und dann haben wir noch was ganz Besonderes für euch, also für die Minicamper unter euch oder für die, die es noch werden wollen. Ja, da haben wir noch einen tollen Stand entdeckt. Und zwar dreht sich da um Dachzelte. Genau. Aber wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, wir stehen jetzt hier am Stand von Like a Camper. Und wir waren ja gestern am Wohnmobilstand. Da ging es um größere Wohnmobile. Heute sind wir hier für die Minicamper. Und zwar geht es hier um Dachzelte. Und da möchte uns der Volker mal was drüber erzählen, was er hier so im Programm hat. Hallo, liebe Community. Schön, dass ihr bei uns seid. Es ehrt mich, finde ich gut. Und danke. Ja, wie gesagt, wir haben uns mal überlegt, mit Dachboxen für PKWs wie auf einem Auto zu sehen ist oder halt für kleinere Investe, ich sag mal, das Campen möglich zu machen. Ja. Wir sind also deutlich unter einem Bereich von, ich sag jetzt mal, 10.000 Euro, sondern wir bieten dieses Paket dort für knapp 4.900 Euro an, je nach Ausstattung halt. Da kann noch ein bisschen was dazukommen. Aber im Prinzip haben wir hier eine Dachbox, wo man komfortabel drin schlafen kann, ja, die man halt schnell auf- und abbauen kann. Das war uns wichtig. Ja, was ich jetzt gesehen habe, hier ist die Variante für einen normalen Anhänger. Und genau, hier ist auf dem Dach drauf, sind das die gleichen Zelte oder ja, tun die sich ein bisschen unterscheiden? Es sind die gleichen Zelte, die Befestigung ist standardisiert, wobei wir vom Maschinenbau, ich selber bin Maschinen- und ja, Anlagenbauer, dort die Befestigung noch etwas verändert haben, weil ich bin so ein kleiner Sicherheitsfanatiker, ich hau dann immer noch eine Sicherheit mit, ja, rein. Kurze Rede, langer Sinn. Die Befestigungsmöglichkeiten laufen über Aluminiumprofile. Auf dem PKW werden sie auf den standardisierten Dachträgern montiert, ja, die man für sein Fahrzeug sich halt beschaffen kann. Von, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt standardisierte Dachquerträger, die man für jeden PKW bekommt. Und darauf wird dann unser Dachzelt aufgesetzt und befestigt, über ein Standardverfahren, über die Aluminiumschienen. Und damit kann man es entweder eben auf dem Auto montieren oder halt eben auf einem Anhänger montieren. Ja, das macht ja, wie gesagt, einen sehr soliden Eindruck, ne? Ja, wir haben uns halt vom Maschinenbau so ein paar Gedanken gemacht. Ja. Wir haben auch an den Zelten etwas optimiert.
Wir haben zum Beispiel die außenliegenden Zylinder in Edelstahl angefertigt, weil wenn die Medien berührt sind, damit die nicht rosten. Genau. Das sind halt alles so Geschichten, auch die Verbinder, die Adapterplatten, das haben wir alles in Edelstahl ausgeführt. Und ich denke, wir haben ein cooles Produkt am Start, wo wir Jungfamilien oder auch Wohnmobilisten, die vielleicht mit ihren Familien in Urlaub fahren, wo ich sag mal, die Kinder nicht unbedingt Lust haben, mit den Eltern im Wohnmobil zu schlafen, die Möglichkeit mit dem Anhänger, wo ich auch viel verbringen kann, wie zum Beispiel Getränke, Grillgut oder meine Fahrräder oder egal was es ist, was man alles so mit sich nimmt, wenn man nach Spanien oder nach Kroatien fährt, in den Anhänger reinstellen und eben das Dachzelt mitnimmt, um es zu nutzen halt für die Kinder. Halt, genau. Und es ist ja auch, denke ich mal, zügig aufgebaut, also nicht so mit Schnüren. Und das war uns wichtig, Haken nicht pusten, Teufel, nicht, ja. Genau, Mike, ja. Nicht spannen, nichts machen. Wir haben zwei Spannverschlüsse, die macht man einfach auf, schubst es an und dann stellt sich das Zelt binnen weniger Sekunden von alleine auf. Ja. Und genauso baue ich es eigentlich auch wieder ab, indem ich es oben an dem Griff ziehe, wieder zusammenpacke, an den Seiten quillt es ein bisschen raus, ein bisschen wieder reinschiebe, mache die Spannhebel zu und bin wieder unterwegs. Und fertig, ja. Das Ganze aus Aluminium, nicht aus Kunststoff. Ja. Kunststoff ist oder GFK ist auch eine coole Sache. Wir machen es mit Aluminium, weil es in der Achse stabiler ist. Ja. Also wir finden Aluminium persönlich besser. Wir haben auch Kunststoff, GFK-Dachzelte, aber das ist noch ein bisschen günstiger, aber wie gesagt, wir haben stabiler. Ne? Ja. Ja, gut, dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich bei euch. Und wünsche weiterhin gute Geschäfte. Danke und euch eine schöne Messe noch. Ciao. Danke. Ciao. Ja, da war eigentlich für jeden Geschmack was dabei, vom Schlaffass bis zu den Tiny-Häusern und darüber hinaus. Ja. Viel Zubehör und viele Reiseziele wurden dort präsentiert, also es war wirklich alles da, ne? Ja, heute hat jetzt noch die Fahrradausstellung, ne? Ja, die hat heute auch noch geöffnet. Das haben wir aber leider nicht mehr geschafft, vielleicht können wir das irgendwann mal noch nachreichen. Das hätte jetzt auch absolut den Rahmen gesprengt. Ja. Absolut den Rahmen hätte jetzt auch noch was ganz, ganz Besonderes gesprengt. Und da werden wir morgen, also am Samstag, ein extra Video aus aktuellem Anlass herausbringen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für jeden Camper und darüber hinaus. Das ist was ganz Tolles. Und allein schon, nicht nur wegen dem Produkt, sondern allein schon die Art und Weise, wie es präsentiert worden ist, also der Hammer. Das ist ein Hammer, das ist eigentlich, also für unseren Geschmack, das ist absolut fernsehenreif. Ja. Und das wollten wir jetzt hier auch nicht so vermauscheln, deshalb morgen das Extra-Video. Genau. Ja. Ja, Schatz, guck mal, das wäre dann noch ideal für unser Garten hier, ne? Ja, das ist ein Badefass. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Whirlpool, aber da steht Badefass dran. Und das ist wirklich ganz toll. Ich habe gerade mal da reingefasst, das ist richtig schön warm. Ja, ja, ich habe gesehen, da ist an der Seite noch ein Ofen, den kann man sogar mit Holz beheizen, ne? Ja, und da hinten dran direkt ist ein Schlaffass. Das zeigen wir euch mal kurz von innen. Das ist richtig schön kuschelig, gemütlich. Und hier haben wir auch noch ein ganz tolles Teil gegenüber von mir. Das ist alles überdacht und das sieht aus wie so ein kleiner Zug oder so wie so eine Lok. Ja. Fantastisch, ja. Ja, auch dort ist ein Whirlpool, ne? Ja. Integriert, also ist auch eine gute Idee. Aber da schauen wir jetzt mal gerade, zeigen wir mal gerade noch ein paar Bilder davon. Diesen Whirlpool angetan, der wohl aussieht, als wenn er in einer kleinen Lok wäre. Und da hinten drauf ist noch eine Sauna. Also es ist genial. Genau, das ist eigentlich eine geniale Lösung. Ne? Wir haben wahrscheinlich jetzt ein bisschen dunkle Lichtverhältnisse. Es ist dunkel hier drin, aber vielleicht sieht man ja was. Es ist wirklich phänomenal. Ja. Ja. Ja, Schatz, da hast du dein geliebtes Tiny House, ne? Ja, also ich habe das ja jetzt schon öfter bei Insta gesehen, gerade so in den Wintermonaten. Da sah man diese Häuser da so total kuschelig, gemütlich hergerichtet. Und ich muss sagen,
Das stimmt tatsächlich. Die sind wirklich so schön und so gemütlich. Hier ist sogar ein Kinderzimmer dabei. Ja, eben wurde es als Gästezimmer tituliert. Ja, als Gästezimmer. Das zeigt man ja hier mal. Also wie gesagt, hier ist alles drin. Auch ganz hinten ist noch ein Bad, Dusche. Ja, ja. Großzügig. Sogar eine Waschmaschine. Also ja. Das hat mich jetzt gewundert. Und eine schöne Sitzgruppe hier vorne. Ich gehe nachher noch mit der Kamera durch. Ja, und es ist wirklich alles da, was man so fürs tägliche Leben braucht. Ne? Ja, das reicht. Mir gut. Ne? Wenn man das jetzt noch irgendwo stehen hat, in einer richtig schönen Gegend, absolutes Träumchen. Genau. Wir zeigen es euch mal. So, aber was ich dazu sagen muss, ist, hier ist jetzt das Schlafzimmer, also der Schlafbereich. Ein Albtraum darf man hier nicht haben, denn wenn man da mal unverhofft hochschreckt, landet man ganz locker mal mit dem Kopf an der Decke. Oder man muss sich umdrehen, so wie ich jetzt hier sitze. Das würde dann noch gehen. Das andere ist schon ziemlich, ziemlich tief. Ja, aber ansonsten schön. Ja, und das Schöne an diesem Haus ist, man kann es überall mitnehmen, ne? Ja. Servus Grüezi, hallo und moin moin, Burkhard Kado hier wieder am Stand von Muvi auf der Messe Camping in Essen 24 und neben mir Meilen Mike. Ja, Heidi und Mike. Das finde ich ja immer so schön, wenn die beiden sich jedes Mal begrüßen, ne? Wie sie sich gegenseitig vorstellen. Ich liebe den Kanal von den beiden. Oh, sind wir ja. Kennengelernt haben wir beide uns, oder wir drei, uns auf dem Campercamp vor 2 Jahren. Und seitdem immer wieder begegnet. Ja. Immer wieder begegnet. Ja. So wie jetzt auch, zufälligerweise, weil wir sind auch das erste Mal heute auf dieser Messe und wir waren eigentlich noch nie auf solchen Messen. Aber ich habe es ja schon früher gewusst, weil ich gucke ja die Storys von den beiden. Ne? Und ich wusste, die kommen, jetzt stehen sie 2 Reihen neben meinem Wohnmobil. Ich habe gesagt, wir müssen heute unbedingt einen Kaffee trinken gehen. Genau, das machen wir auch noch. Ne? Das machen wir, wir sind und ja noch da bis Sonntag. Was habt ihr so schon gesehen? Ihr seid gestern schon da gewesen, ja, ne? Ja, wir sind jetzt extra hierher gekommen, eigentlich für ein größeres Wohnmobil mal uns anzuschauen, ja, weil wir haben ein Enkelchen und wir haben in unserem Alten halt eben keine Möglichkeit für noch einen Übernachtungsgast. Da fehlt noch ein Hubbett. Da, ne, fehlt noch ein Hubbett. Und ja, und da haben wir jetzt gedacht, das sind jetzt enttäuscht. Das sind kleinere Modelle. Aber was soll's? Aber schöne, das musst du aber dazu sagen, die ja, sind alle doch schön. Ja. Ja, genau. Also auf jeden Fall. Also haben den wir Gedankengang auch mit dem zusätzlichen Bett haben wir gestern im Gespräch gehabt. Ja. Und da sagt meine Frau noch, hey, einfach ein Dachzelt drauf machen. Die Idee fand ich gar nicht blöd. Ist auch nicht übel, genau. So, ja. Und bevor man sich jetzt wieder für, ich meine, 100.000 kriegst du ja schon nichts mehr. Ne? Da bist nee, ja, nee, dann ist das da geht das ja erst los richtig, hier, da sagen die guten Tag erst. Ne? Geht das ja richtig ins Geld. Ne? Aber ansonsten hat die ja hier viel zu bieten. Vor allen Dingen Essen in. Klar, Essen ist bei ihm Essen, ganz wichtig. Ne? Das ist natürlich wichtig, aber alles andere ist breit gestreut. Kommt alles her. Da. Ihr kommt aus der Region, ne, auch hier, ne? Oder wo kommen wir aus dem Saarland? Saarland. Oh, Saarbrücken, so Saarbrücken, ne? Ja. Jo, also wir sind waschechte Saarländer. Ich muss mich ja immer anstrengen, Hochdeutsch zu sprechen. Genau. Ne? Der leider manchmal ganz schön daneben, obwohl er ja eigentlich aus Berlin kommt. Du mischst eigentlich kennen. Jo. Aber ja, wie gesagt. Ja, aber fasziniert haben mich die Tiny Häuser. Ja. Die Tiny Häuser? Ja. Doch, das wäre noch eine Alternative, ne? Ja, ja. Und wenn man mal aussteigen möchte. Ja, und natürlich deine Roller. Die, ja, die gibt es jetzt gleich eine, müssen wir jetzt Special mal Produktpräsentation exklusiv vorstellen. Live, ne? In Farbe aufgenommen von Meilen Mike und dem Kamerateam da hinten. Okay. Wir hauen jetzt hier richtig auf die Tonne. Ihr seid noch bis Samstag da? Wir wollten eigentlich Samstag, einen ganzen Samstag, wir wollten noch auf die Marie warten, auf das Mozartkind. Wunderbar. Ja, und dann machen wir uns
Wo stehen die denn überhaupt? Socken, ne? Die sind noch gar nicht da. Ach so, weil ich den Stand noch gar nicht gesehen habe. Ja, nee. Also bis Sonntag ist hier noch in Essen die Campingmesse. Bis Sonntag 18 Uhr. Wer Meilen Mike und Heidi noch live und in Farbe erleben möchte, bis Samstag sind die noch hier und ganz viele andere Content Creator. Also kommt auf die Messe nach Essen. Wir freuen uns und wir freuen uns auch. Kaffee und es gibt eine spezielle Produktpräsentation für Meilen Mike und Heidi. Danke. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ja. Super. So, und einer, der hat heute eine neue Heimat für bei uns gefunden. Der ist aus Australien. Der ist aus Australien, aus einem schönen Stand. Die haben lauter schöne Dinge, ne? Ja. Von Westernhüten über Kleidung, über Rucksäcke und halt eben diese Kuscheltierchen. Aber der hat mich so angeguckt, so nimm mich doch bitte mit, nimm mich doch bitte mit. Dann musste ich es ja auch tun. Ein zukünftiger Begleiter von uns. Ne? Ja, außerdem haben wir ein Enkelchen, mal sehen, wie lange er hier im Wurmi sitzen darf. Genau. Okay, dann würde ich sagen, für heute. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und ein Abo nicht vergessen. Und ein Like für Meilen Mike, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Servus, eure Mailis. Ja!